Vielen herzlichen Dank. Wenn wir heute über die Bahn sprechen in Österreich, dann ist es tatsächlich so, dass wir Europameister sind, was das Nutzen der Bahn anbelangt. Das ist deswegen auch so wichtig, weil wir nicht in der Lage sind, die Klimaschutzziele zu erreichen, wenn wir nicht weiterhin massiv in den öffentlichen Verkehr investieren. Natürlich gibt es auch Dekarbonisierung im Individualverkehr. Wir sind auch hier bei den europäischen Ländern ganz vorne mit dabei, am dritten Platz. Tolle Zulassungszahlen. Mit den neuen Fahrzeugmodellen tut sich hier immer mehr. Aber trotzdem, es gibt bereits dekarbonisierten Verkehr und das ist die Bahn. Dort investieren wir nun in 5 Jahren in die Schieneninfrastruktur 13,9 Milliarden Euro. Das ist der größte Betrag, der jemals in der Geschichte in einem so kurzen Zeitraum investiert worden ist. Aber ich möchte auch eines sagen. Natürlich, ich hätte jetzt sowieso gesagt, ist es das Schicksal des Verkehrsministers, dass die Projekte, die er auf Schiene setzt, im wahrsten Sinn des Wortes, dann abgeschlossen sind, wenn er nicht mehr Verkehrsminister ist. Das ist Semmering-Basistunnel, das war zum Beispiel Gorbach. Wenn ich jetzt sage, es kommt zum Tschirgan-Tunnel, dann werde ich wahrscheinlich, bis er fertig ist, auch nicht mehr im Amt sein. Europaspange und so weiter und so fort. Deswegen auch danke an die Vorgänger, die sich so für den Ausbau der Schieneninfrastruktur eingesetzt haben. Mit Bayern habe ich Gespräche geführt, das war letzte Woche, bin ich nach Bayern geflogen und dort gibt es, was die Zulaufstrecken anbelangt, eine etwas verzwickte Situation. Die haben nämlich 80 verschiedene Streckenvarianten der Bevölkerung vorgestellt und man kann sich vorstellen, dass dann eigentlich jeder sich Sorgen macht, weil am liebsten hätte jeder die Strecke nicht vor der eigenen Haustür und deswegen auch dort die großen Widerstände, noch dazu vor Kommunalwahlen. Ich gehe davon aus, dass wenn von den 80 Strecken nur mehr 5 in der Auswahl sind und die Kommunalwahlen erledigt sind, es Tempo geben wird, was die Umsetzung anbelangt. Richtig heikel wäre es, wenn die Zulaufstrecken bis zum Jahr 2040 nicht fertig wären, weil da erwarten wir Verkehrsspitzen, wo wir diese Zulaufstrecken dringend benötigen. Ich habe das den Bayern gesagt und ich glaube, dass man den Ernst erkannt hat und wirklich daran arbeiten wird, auch rasch umzusetzen. Wie gesagt, wir kennen das alles als Politiker. Nach den Kommunalwahlen werden die Entscheidungen fallen, was die Streckenführung anbelangt. Ein Problem haben wir in Österreich, egal wie viel wir tun, dekarbonisieren, Forschung finanzieren, in die Bahn investieren, wir haben das größte Problem mit dem Transit. Ein kleines Land, wo viele LKW sich auf einer Transitstrecke befinden. Brenner wissen wir, wie heikel die Lage ist. Ein Freund von mir hat vor kurzem aus Spanien einen schwerkranken Freund mit dem VW-Bus nach Österreich gebracht und hat mir erzählt, was er an Maut bezahlt hat, als er einige Länder durchquert hat. 100 Euro war ganz normal. Und in Österreich zahlst du dann nur ein paar Euro. Und ich glaube, auch darüber muss man nachdenken, wie können wir beim Transit zu einer fairen Maut kommen, Besteuerung kommen und dann diese Mittel auch reinvestieren in die Dekarbonisierung des Verkehrs in Österreich. Ich glaube, das wäre eine sinnvolle Maßnahme, darüber denken wir gerade nach und vielleicht auch dann damit schon außerhalb der Grenze Österreichs auch mehr Menschen auf die Schiene zu bringen. Noch einmal danke für die Erstellung des Berichtes an mein Haus und ich darf versprechen, dass wir die Anstrengungen, um die Bahn noch weiter zu stärken, fortsetzen werden, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das Image der Bahn in Österreich ein sehr gutes ist, viel besser als die Deutsche Bahn. Es wurde die Modellbahn angesprochen vorher. Das ist richtig, wir hatten eine Lehmanns-Garteneisenbahn mit 45 mm. Aber ich glaube, dass nach wie vor die Menschen für die Bahn begeistert sind, auch viele junge Menschen, die den öffentlichen Verkehr nutzen. Und ich glaube, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Es gibt immer mehr junge Menschen, die überhaupt kein Auto besitzen.